Hallo, willkommen zum Video zum Thema intermediärer Erbgang. Zuerst wiederholen wir die Grundbegriffe der klassischen Genetik: Allel, Dominant und Rezessiv. Danach besprechen wir die drei Arten von Erbgängen. Schließlich kommen wir zum Kreuzungsschema bei intermediären Erbgängen. Kommen wir nun zu den wichtigen Grundbegriffen. Wie du bereits weißt, versteht man unter dem Begriff Allel eine Variante eines Gens, die für die Ausprägung einer bestimmten Merkmalsform zuständig ist. Manche Allele können sich gegenüber anderen durchsetzen. Man spricht dann von dominanten Allelen. Dominante Allele setzen sich also allein im Erscheinungsbild, also im Phänotypen, durch. Man symbolisiert diese dominanten Allele mit einem Großbuchstaben. Rezessive Allele werden hingegen von den dominanten Allelen unterdrückt und kommen im Phänotypen nicht zum Vorschein. Sie werden mit dem Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.